Anderen sportlichen Vergnügen wird das Angeln sehr gelobt. Ganz besonders sollte man dem Sport obliegen, wenn im Nervenkostüm eine Krise tobt. Darum greift auch Paul sich eine Angelrute, weil er gerade das zu tun beliebt. Und er lenkt den Schritt mit frohem Mute dorthin, wo es Würmer gibt. Es steht die Würmerbüchse in der Sonne, ganz heimlich schleicht ein Würmchen sich davon. Da zeigt sich dann, wie praktisch es doch ist, wenn man zu Hause den Revolver nicht vergisst. Der Wurm, nun in sein Schicksal ganz ergeben, die Taucherbrille umgeschnallt, wird nunmehr in das Wasser sich begeben, das hoffentlich ihm nicht zu kalt. Doch leider ist sein Fatalismus nur gespielt, dieweil die Rache im Gedärm ihm wühlt. Das Paulchen wird hinfortgerissen. Ist das ein Fisch, der zieht? Oh nein, es müsste denn ein Walfisch sein. Doch diesen findet man nicht mal zum Laichen in mitteleuropäischen Teichen. Was hier auch eigentlich gar nichts zur Sache tut. Und Übermut tut selten gut. Sind, zu aller Anglerglücke, nicht alle Würmer von derartiger Tücke und können, und das ist besonders schön, nur selten mit Schere und Zange umgehen. Und wenn so ein Wurm einen wirklich verkohlt, wen juckt das? Man hat ja die Nerven erholt. Drum, Petri heil, und ob spät oder früh, es lohnt schon die Angelschnur Einziehmühe.
Nicht alles, was man aus dem Wasser zieht, ist, wie man an der Krabbe sieht, dem Angler ausgesprochen zugetan. Was man den Rausgezogenen nicht verübeln kann. Und es bringen auch keine Karateschläge überschäumende Sympathie zuwege. Muss bei jedem Streit auf Erden immer gleich geschossen werden? Muss man sich denn auf Anhieb gleich hassen? Geht's nicht mit Leben und Leben lassen? Was bringt denn die ganze Knallerei ein? Dem einen ist bald das Gewehr zu klein und er wird's dem schon zeigen. Und her die Kanone? Dabei ging's doch am besten und schnellsten gleich ohne. Denn zum Schluss, das werden wir sofort sehen, pflegt ja doch jeder eigene Wege zu gehen. In der goldenen Zwölf, dem großartigen Wohltätigkeitszirkus der Pariser Polizei, Fifi! Alle, hopp! Inspektor, ich kann nicht mehr trommeln. Fifi hat bei mir auch alle hopp gemacht. Seit einigen Monaten schon versuchte ich vergeblich, den lasterhaften Verbrecher Louis die Laus zu schnappen. Eines Nachts, ich wälzte gerade mal wieder Fachliteratur, rief der Kommissar bei mir an. Ja? Inspektor, hätten Sie etwas dagegen, in mein Büro zu kommen? Um ehrlich zu sein, ich bin im Moment sehr beschäftigt. Sie kommen her, und zwar sofort. Aber ja, Sir. Ja, Kommissar, Sir. Passen Sie ausnahmsweise mal auf, wenn ich Ihnen jetzt unseren neuen automatischen Polizisten vorführe. Ich mache einfach nur den Schalter runter, gebe ihm die nötige Information. Und presto, schon geht er schnurstracks auf sein Ziel los. Geben Sie Acht. In wenigen Sekunden wird er wieder da sein. Und er wird Louis die Laus mitbringen. Ah, da kommt er schon mit ihm. Das ist ja phänomenal, Herr Kommissar. Denken Sie nur, die vielen Verbrecher, die wir jetzt im Handumdrehen los sind. Ja, und das ist noch nicht alles, was wir loswerden können. Darf ich fragen, wie Sie das meinen, Sir? Polizist verliert seinen Job an Roboter! Polizist verliert seinen Job an Roboter! Also wie finde ich denn das? Ersetzt durch eine alberne Maschine! Es gab nur eine einzige Möglichkeit, meine Stelle wiederzubekommen. Ich musste diesen elektrischen Büchsenöffner erledigen. Wo ich heute sowieso schon Migräne hatte. Noch lustig machen. Oh, du dreckiger Elender. Da hast du. Und noch eins. Oh, nein!
diesem elektrischen Monstrum werde ich beibringen, mit mir zu scherzen. Hey, du, Blödian! Jetzt wollen wir diesem Konservenbüchsenbullen mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Dann ist es aus mit der Karriere. Danke. Vielen Dank. Danke. So hab ich ihn. Ah, da kommt er schon. Und er wird nie erfahren, wer das war. Inspektor, was machen Sie denn da? Roboter räumt mit den Verbrechen in Paris auf! Roboter räumt mit den Verbrechen in Paris auf! Ja, wer spricht bitte? Wer? Oh, guten Morgen, Sir. Also, Sie sind mit meinem Roboter zufrieden, ja? Oh, danke, sehr freundlich von Ihnen. Was sagen Sie? Sie versetzen den Roboter auf wessen Posten? Sagen Sie mal, wie kriegt man denn diesen Paps runter? Das ist sehr lecker. Reichen Sie mir das Salz rüber. Paulchen Panther hat auch einen großen Spiegel, wo er sich in voller Schönheit sieht, wenn er zu den guten schwarzen Hosen seinen himmelblauen Frack anzieht. Ach, da fällt mir was ein, apropos Frack. Oft treibt der Spiegel mit ihm Schabernack. Der kleine Mann, glücklich entronnen der Plage seines Büros für ein paar kurze Tage, hat, weil er gern fotografiert, in einen Parkflugs retiriert. Zu seinem Ärger klebt an jedem Baum ein großes Schild wie in einem bösen Traum. Und auch dem Portemonnaie bereiten Schilder Qualen, denn schon das dritte fordert auf zum Zahlen. Was allerdings kein Grund, dass man sich so benimmt, weil aus ganz anderem Grunde nicht die Kasse stimmt. Der kleine Mann kennt unser Paulchen schlecht. Sonst hätte er gewusst, dass es sich rächt. Und schon beginnt die zweite Rachetat. Paul spielt den Fotoapparat. Und statt des Blicks auf Berg und Flüsse erschallen durch den Wald zwei Küsse. Das Männlein ist darauf entsetzt. Das Paulchen hat sich abgesetzt und wird dem kleinen Fotogecken gleich unterm Tuch ein Licht aufstecken. Wenn auch nicht jede üble Tat für den, der sie beging, direkte üble Folgen hat, ist doch die Chance sehr gering, dass keine Strafe ihn ereilt. Hier hat die Strafe sich beeilt. Denn wenn der Paul auch dabei bleibt, dass Eier er sich einverleibt, so weiß im Grund schon jedes Kind, dass Blitzlichtlämpchen keine Eier sind. Nun wäre es nicht schlimm, wenn nur der Bär geblendet und erschrocken wäre. Schon sehr viel größer ist der Jammer, wenn in der finsteren Dunkelkammer, wo Dunkelheit vonnöten ist, ein Blitz die Finsternis zerriss.
Nun ist ja bei solchem Larifari nicht direkt gelungen, die Fotosafari. Vielleicht sollte man Wasserfälle vermeiden. Es wäre vielleicht besser, sich zu bescheiden und fängt fürs Fotoalbum ein den Liebreiz eines Blümlein fein. Von jeher Leidenschaft erweckt die Jagd aufs lebende Objekt, ob Kamera oder ob Flinte. In jedem Fall sitzt in der Tinte, wenn aus dem Eichhorn, klein und flink, ein Scheusal wird, wie dieses Ding. Kleinen Manne wird's zu dumm, er schießt voll Wut ins Loch, bum bum. Und um ganz sicher auch zu sein, kriecht er noch in die Höhle rein. Er kriecht durch einen langen Gang, wo der wohl hingehen mag, der Gang. Wieso den Gang? Es heißt, ich ging. Was ist denn das nun für ein Ding? Das könnte sein, naja, ich wähne. Ganz recht, es war eine Fontäne. Also, das wäre ja gelacht, es hat geblitzt, es hat gekracht, das Männlein endlich guter Dinge vollführt die Schadenfreudensprünge. Und lachend schreit es durch den Wald, ich hab's dem Panther heimgezahlt. Herr Meier hat gemeint, dass seine Türe den neuen Anstrich dringend braucht, dass er am besten so verführe, dass er den Pinsel in die Farbe taucht. Mann, die war doch schon gestrichen. Ist denn die Farbe so schnell ausgeblichen? Oh wei, Herr Meier, Sie tun uns leid. Das wird nichts. In aller Ewigkeit. Junge, Junge. Beinahe hätte sie mich erwischt. Oh, schau an, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Vitamine zur Stärkung. Eine Pille täglich für Gesundheit und Vitalität. Ob das bei uns Ameisen auch wirkt? Ja. Schaden kann es sicher nicht. Ja. Wenn eine am Tag gut sein soll, wie gut müssen da erst 10 sein, ne? Wie sagt Liao Te, alles fällt dem zu, der warten kann. Soll ich einen alten Chinesen Lügen strafen? Hey, Charlie, ich weiß, dass du da drin bist. Gib auf. Du ersparst uns beiden eine Menge Ärger. Ich weiß, die Methode wirkt nie, aber ich bin ebenso konservativ. Na, wie finden Sie das? Nach so vielen Jahren hat's doch mal gewirkt. Junge, Junge, diese Vitamine sind spitze. Ich könnte Bäume ausreißen. Oho. Sonst geht's dir gut, ja? Jetzt hast du vor uns Ameisen vielleicht ein bisschen mehr Respekt. Diese ewigen Widerworte, das bringt mich doch mal um den Verstand. Ah. Oh. Oh.
So viel Ärger am frühen Morgen verdirbt den Tag. Ich muss zuschlagen. Na, und davon werden die Falten auch nicht weniger. Also ehrlich, diese Vitamine gefallen mir immer besser. Weiß der Teufel, was diese Ameise so fit macht, aber mir reicht's. So, jetzt ist Feierabend. Scheint sich da um keine gewöhnliche Ameise zu handeln. Du sagst es, Elise. Ich nehme alles zurück und wie gewöhnlich die ist. Mit sowas sollte man gar nicht verkehren. So, vor dir habe ich eine Weile Ruhe. Also wenn du jetzt nicht rauskommst wie eine gewöhnliche Ameise, dann bin ich auch nicht mehr fein. So, und jetzt die Magnetkügelchen. Das nenne ich eine gut gemästete Ameise. Oh, hat er mich wieder genacht. Oh, ich weiß, dass du da drin bist. Komm raus! Oh, dämliches Hufeisen. Was tickt denn da? Eine Zeitbombe! Habt ihr euch nicht gedacht, dass ich da runterspringe? Ich wiederhole mich nur ungern, also komm endlich raus! Ja, ja, schon gut, ich weiß. Inzwischen habe ich Hunger gekriegt, besorg mir was zu essen. Ich sollte was... Bin ich vielleicht der Etagenkellner? Ja. Ach, dürfte ich Ihre Bestellung entgegennehmen, Sir? Na, wenn das keine Diskriminierung ist. Hätten Sie je gedacht, dass mir das passiert? Ich bringe einer Ameise das Essen. Dem Restaurant bleiben wir treu. Liebe Elise, ich werde nach dem Mittagsschlaf wieder hungrig sein. Bleiben Sie also in der Nähe. Oh, meine schönen Muskeln sind weg. Die Vitamine hören auf zu wirken. Ich muss für Nachschub sorgen. Aha, damit hat er mich übertölpelt. Mit Vitaminen. Ja, ja, mein Engel, du hast nicht mit meinem Intellekt gerechnet. Ich weiß, dass du da unten deine Vitamine hast. Wie jämmerlich. Ohne Muskeln ist er ein Nichts, ein Feigling. Ich hab doch gesehen, dass du den Wagen gesprungen bist. Ist mir nur recht. Im Grunde habe ich immer am liebsten im Bett oder im Speisewagen gefrühstückt. Diesmal gibt es keinen Ausweg, du sitzt in der Falle. Nun riskier mal nicht so eine Lippe, Schwester. Entsetzlich, dieser Muskelpanzer. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Schon so spät, stimmt es, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.